So, willkommen zurück zu Let's Play Illusion of Time und heute habe ich mal einen Gast dabei, eigentlich eher spontan, aber er ist da. Sag Hallo. Ja, hallo, da bin ich, der Gast. Der Gast hat Ja, sogar einen richtig. Namen. Der Gast, ja, au, oh, jetzt muss ich mich selber vorstellen. Alles klar. Nein, Lightcatcher hier, Lighty, genau. Hallöchen, Leute. Kraftjuwel, was auch immer Und. das ist, man findet durch Zufall einfach mal. Heilkro, ja, ich Juwel. finde überall an jeder Mülltonne, okay. Juwel der Kraft, okay. Aber kein Potenzmittel für die Kronjuwelen, oder? Nein, ist nichts Neues dabei. Schade, aber auch. Gut, du kennst das Spiel ja leider nicht, also wirst du. Nein, ich habe jetzt von dir erfahren, dass das ein Super Nintendo-Spiel war und das Ganze hat hier schon so ein bisschen. Auf den ersten Blick erinnert es mich hier, was macht Aki gerade, wie heißt das jetzt? Golden Sun. Aber Golden einfach nur so Sun. vom. Vom Naja, Design egal. meinst du? Genau, Hey richtig. Kleiner, dies ist kein Ort für kleine Kinder. Verschwinde, oder bist du etwa hier, um einen Sklaven zu kaufen? So ist es, werter Mann. Nun denn, ich glaube dir zwar nicht, aber du hast Mut. Schau dich also um, Kleiner. So, du kannst ja mal einen dieser tollen, sympathischen Sklaven reden. Okay. Mein Name ist Imas. Ich kam mit dem Schiff aus dem fernen Asien hierher. Ui. Ich gehöre einem Jägerstamm an. Wenn wir Hunger haben, jagen wir Tiere. Alle Tiere in unserem Gebiet wurden Opfer einer unbekannten Seuche. Ja, dann würde ich mal sagen, rufen wir mal Greenpeace an und sagen ihm Bescheid oder so. Ich bin Remus. Als unser Vieh verschwand, hatten wir nichts mehr zu essen. Das Schicksal macht uns zu Sklaven. Wir konnten nicht ahnen, was uns erwarten würde und wo wir landen würden. Jo, den letzten hast dann du wieder. Ich bin Sam. Letzte Nacht befreite uns ein Mann namens Erik aus den Klauen unserer Peiniger. Doch kurze Zeit später wurden wir wieder gefasst. Nun wird Erik in einem Haus der Stadt festgehalten und verhört. Hilf ihm, Fremder! Gut, zum Glück spielt dieses Spiel nicht blind, deswegen weiß ich auch schon, wo ich hin muss. Also wir kaufen jetzt doch keinen Sklaven. Hätten uns ja doch einen aussuchen können, oder? Stimmt, der Sam sah mir sehr sympathisch aus und seine Stimme war auch wunderbar. Och, ich hätte jetzt diesen Jäger vielleicht auch gekauft. Ja, aber die hätten uns die ganzen Tiere kaputt gemacht. Gut, wie schon gesagt, ich kenne das Spiel nicht. Das Mieseste ist sowieso, ich mache das Spiel zu 100%, da gibt es halt immer so versteckte rote Juwelen zu finden und. Das Mieseste Okay. kommt jetzt. Hier finden wir einen Sklaven. Bitte verrat ihn nicht. Was mit mir geschieht, ist egal. Ich will nur, dass ihm nichts passiert. Also, das hat, glaube ich, der Mann gesagt. Ja, und diesem Sklaven werden wir jetzt doch verraten. Okay. Wir sind halt so freundlich. So. Hier bei den tollen Dealern. Einer der Sklaven ist entkommen. Hast du ihn gesehen? Mitnichten. So sprich und sag mir wo. Das Juwel sei dein Lohn. Ich verrate es. Will verrät, wo sich der Flüchtling versteckt hält. Hab Dank, hier ist euer Lohn. Du erhältst dein rotes Juwel. Jo. So, und jetzt haben wir den verpetzt. Kann man jetzt angucken, wie sie den verhaften? Ich hab das noch nie geguckt. Ich glaube, das können wir gleich mal gucken, ob der jetzt immer noch da sitzt oder ob der weg ist. Ja, mal so ein rotes Juwel wegschmeißen. So. Gut. Verlass die Stadt, wenn du den Morgen noch erleben willst. Habt ihr von jemandem namens Erik gehört? Der Name ist mir gänzlich unbekannt. Warum fragst du? Will, bist du das, Will? Rette mich! Oh. Sei still, verhalte dich ruhig. Öffnet euch, ich werde die Tür eintreten. Ja, er sagt eintreten und macht sie mit seinem Schwert kaputt. Das ist. Okay. Wir sind Will oder was? Ja, der heißt Will, und das ist ein Freund, der hier eigentlich gefangen sein soll, aber es sieht irgendwie so aus, als wäre der hier einfach eingeladen zum Kaffeekränzchen oder so. Genau. Dann kannst du reden. Erik, ich. Nein, also er heißt Erik, Ja. sorry. Ich traue meinen Augen nicht. Du bist gekommen, um mich zu retten. Yo. Nie hätte ich gedacht, dass mich hier jemand findet. Der Mann lief erschrocken davon. Ich versuchte, mich ins Lager zu schleichen, um die Brüder zu befreien. Doch ich wurde entdeckt und gefangen genommen. Langes Wort. Die Sklaven müssen in der Diamantenmine arbeiten. Ich kenne den Ort. Bitte befreie sie. Will erfährt die Lage der Diamantenmine. Ach so, das ist jetzt wieder so ein. Ja. Können Sie da, wieso, können die für sowas hier nicht die Schriftfarbe Ja, ändern? Das wäre doch gut. was das Beste, was mir aufgefallen ist, im dritten Part oder so, war das, da ist mir in einem Dialog aufgefallen, die haben da sogar einen Rechtschreibfehler gemacht. Also nicht Rechtschreibfehler, sondern sie haben Buchstaben vergessen. Okay. Das ist gut. Da habe ich dann gemeint, das sieht so aus wie so ein 0815 RPG, was mir irgendjemand hingeklatscht hat. Ein bisschen. So, hier Ach Quatsch. Ja, Game-Maker-mäßig. genau, Game Maker-mäßig.
Ja, da kann ich gleich mal dahin gehen und gucken, ob der Skava jetzt wirklich weg ist. Würde mich jetzt interessieren. Jo, oh, die sind sogar beide weg. Krasse Jetzt sind sie Sache. bei Oliver Geissen oder so. Stimmt. Gut. Und natürlich wissen wir jetzt, wo die Diamantenmine ist. Ist ja klar. Sehr gut. Das heißt, die wurde jetzt auf der Karte verzeichnet, oder? Jo, Alles da klar. laufen wir jetzt so Praktisch. hin, so schick. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, dass die Weltkarte so ein bisschen langweilig ist, weil die laufen ja immer von automatisch halt über so eine gezeichnete Karte so. Lustig. Und die Drehung dauert immer ziemlich lang. So. Aber es ist faktisch schon, geht schon sehr in Richtung echtes 3D. Ne? Das war für ein Super Nintendo, glaube ich, ganz schön aufwendig. Ja, das stimmt schon. Zumindest mal diese Kartenanimation. In der Diamantenmine Das war herrscht Totenstille. Dein Blut beginnt zu frieren, als du die Schreie aus dem Inneren der Höhle hörst. Stand er nicht eben noch Totenstille und dann hört er die Schreie aus? Ach, egal, ich sag dazu sowas nix genau. grundsätzlich. So. Ich habe ja nun keinen Ingame-Sound, aber hört man da wirklich was? Joa, da ist ein bisschen. Also, nee, Schrei hört man nicht, ist ja nur Alles so ein bisschen Musik, so Gedaddel, so. klar. Ja, wäre so mit 8-Bit-Musik auch komisch. Obwohl, warte mal, hatte Super Nintendo nicht auch schon 16-Bit? Oh Gott, ich weiß das nicht mehr. Ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus, da fragst du auf den. Aua! Da fragst du auf den Falschen. Na gut. Jo. Ich weiß ja nicht, du kennst ja wahrscheinlich das Prinzip des Spiels nicht. Man muss in jedem Screen immer alle Gegner besiegen, dann bekommt man entweder einen Verteidigungsangriffs- oder ein Energiesymbol, Juwel und dann steigt das halt dementsprechend. Alles klar. Nee, ich, wie schon gesagt, ich kenne das Spiel wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine Schande ist. Ich denke nicht. Ich kenne das auch nur, weil mein Vater hat damals schon immer Super Nintendo gespielt hat, da habe ich immer zugeguckt und der hat das sogar noch als Original-Diskette. Ach, okay. Deswegen könnte ich mir rein theoretisch sogar den Aufstand machen, das vom Super Nintendo mit dem Grabber aufnehmen, weil das wäre wirklich unnötig bei so Spielen. So. Light Catcher First. Außer mir sind noch 7 weitere Männer hier gefangen. Bitte rette sie. Tschüss. Ist der nackt? Sieht Nein. aus, als hätte er einen Müllsack über oder so. Ja doch, das sah ein bisschen hautfarben ähnlich Er hatte aus. das nicht vergessen. Ich sehe das hier über Skype. Da wird das alles ein bisschen pixeliger. Also man hat eigentlich keine Kleidung mehr gesehen. Ja, dann kann das schon mal sein, dass die ja auch keine Kleidung wollten, vielleicht. Jo. Ich muss ja mal kurz bei Skype jemandem schreiben, dass ich hier mit dir aufnehme. Er spammt mich zu. Pass auf, dass der dir keine Briefbombe per E-Mail schickt. Das kann ja auch hin und wieder vorkommen. Wow. Gut. Wow, haben wir das beseitigt? Das klingt jetzt irgendwie so total böse. Ja. Die schießen ja sogar Laser hier, oder was ist das? Ja, ich weiß auch nicht, ein bisschen krass, was die hier machen. Das Ich meine, Besondere ist. ich habe hier vorhin schon gesehen, hier, da kam irgendwer aus Asien. Also das ist schon so ein bisschen hier mit der realen Welt verknüpft, Jojo. ne? Danke, du Und hast mich gerettet. in Mein welcher Zeit Geheimnis spielt soll das dein Lohn jetzt? sein. Es gibt einen Geheimraum in der Mine. Sein Eingang liegt hinter einer der Mauern. Du findest ihn, wenn du den Wind spürst, der durch die poröse Mauer weht. Wow. Du wirst den Wind in deinen Haaren spüren. Okay, was wolltest du sagen? In welcher Zeit spielt das eigentlich? Das weiß ich gar nicht, aber das ist halt schon relativ komisch, wenn man dann noch mit Leuten von den Inkas reden kann. Das ist ein bisschen. Ja, und dann hier so Schwert und Schild und dann doch wieder Laser und okay, alles klar. Das ist ein bisschen so Zeitpassagen direkt hintereinander. Ach ja. Fantasy mit realer Basis. Ach ja, wobei sich die reale Basis dann doch eher an Grenzen hält, glaube ich. Okay. Also, bei meiner Schatztruhe. Warum auch immer so eine königliche Schatztruhe hier in einer Mine steht. Das weiß Ja, ich auch gute nicht. Frage. Aber man soll den Sinn in Videospielen ja nicht hinterfragen, habe ich öfters gehört. Nein. Aber es gibt so ein paar, hier kennst du dieses Simulatorspiele sind ja eh immer Ach. das Grauenvollste, aber dieses Die Polizei, oh Gott. Oh, das habe ich schon mal bei irgendjemandem Ja. reingeguckt. Das ist. Boah, ey, furchtbar.
Dann kenne ich noch den Müllabfuhrsimulator, wahrscheinlich noch einen Waschmaschinensimulator oder so. Es gibt echt alles, das ist so krass. Oder Bussimulator gab's auch noch. Da kann man schon nicht mehr anders als nach dem Sinn zu fragen und das ist echt. Oh, und unsere Stärke erhöht sich. Jetzt können wir hier Steine wegschieben, wenn wir in Pokémon wären. Ah, okay. Was denkst du eigentlich, das ist jetzt mal eine Frage, die sich mir stellt, was denkst du eigentlich, wie findest du denn Pokémon? Hab ich bisher nicht so viel mit anfangen können, auch nicht mit Digimon und auch was weiß ich nicht allem. Also ich bin auch nie der Typ gewesen, der grundsätzlich irgendwie was mit Anime oder Manga am Hut hatte. Ich meine, okay, ja doch, Pokémon ist schon Anime irgendwie. Ja, nee, also es ist einfach nicht mein Genre gewesen. Ich habe es nie auf dem Gameboy gespielt oder auf den anderen Konsolen. Ich habe die Serie nicht angeguckt. Klar, natürlich, man kann dem ja nicht ausweichen. Ich kenne es, ja. Und ich kenne auch ein paar Pokémon beim Namen nennen. Also Pikachu kennt, glaube ich, jeder. Wer ist das? Aber, ja, war der nicht lila? So. Der Shiny Pikachu oder so. Nein, ich glaube, Lila war Mewtwo oder wie der heißt, ne? So ein bisschen. Ja, oder weiß oder so. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Also wie schon gesagt, so ein paar sind mir ja schon ein Begriff. Aber ich würde mich jetzt nicht damit beschäftigen, glaube ich. Jo, und ich habe eine Idee. Du liest jetzt auch die restlichen Sklaven vor, die wir hier so ab und zu antreffen. Okay. Ab Dank, ich war in der Hölle eingeschlossen. Da drin hat jemand geraucht, das war ekelhaft. Sicher. Was wäre nur passiert, wenn ich länger hätte dort bleiben müssen? Dann wäre ich erstickt. Ich will dich belohnen, ich schenke dir einige Juwelen. Einige? What the... Wie? Moment, wie viele bekomme ich jetzt? Das möchte ich jetzt... Einige hat denn nicht einige... Ach, egal. Das ist mir egal. So, was gibt's denn hier so Feines drin? Ah ja, und hinterfrage das lieber auch nicht. Das ist irgendwie Weltraum oder so. Ich verstehe es nicht. Sphärenpott. Okay. Ganz göttlich und christlich. Christlich vor allem, genau. So sieht's auch aus. Ja, genau. So. Jut, jut. Jetzt hast du einen anderen Charakter, oder was? Ja, das sieht so ein bisschen Barbie-Ritter-mäßig aus, finde ich, aber... Naja, was soll man machen? Ist halt ein bisschen stärker hier, der zieht eins mehr oder so, aber so nicht sonderlich. Naja. Aber auch eine feine Sache. Wo kommt denn der jetzt her? Was ist eigentlich in dem Spiel hier so die grobe Haupthandlung? Was weiß man bisher? Was ist dein Ziel? Es tut mir leid, ich habe mir dieses RP bisher nicht angeguckt, ich kenne das Spiel nicht. Ich gucke mir viele andere Sachen von denen, wir kennen uns ja auch schon ziemlich lange jetzt, aber da bin ich jetzt wirklich Newbie. Ja, also das hat halt so angefangen, es hat im schlimmsten Dungeon des Spiels angefangen in der Schule. Ja, und da war dann davon die Rede, dieser Will hat geredet, es ist ein Jahr her, dass sein Vater... im Turm von Babel verschwunden ist. Das ist übrigens auch... Achtung, Spoiler, bitte den Ton leiser stellen. Das Ende, wo wir dann hin müssen, der Turm von Babel, weil wir da unseren Vater hoffen zu finden. Okay, wie signalisiere ich jetzt, dass man den Ton wieder anmachen? Ach, egal. Passt schon. So. Ja, gut. Ja, also... Turm von Babel ist ja auch irgendwas Religiöses oder so. Ich kenne mich da eigentlich nicht mit aus, aber das ist ja auch irgendwie sowas. Naja, ja klar. Ist ja, wird in der Bibel auf jeden Fall mal erwähnt. Die Bibel. Ja, Kinder, falls mal kein Klopapier da ist, wisst ihr ja, wo ihr Papier findet. Ach du meine Güte. So weit würde ich dann auch nicht gehen. Ja. Naja, man soll ja Menschen ihren Glauben lassen. Was ich übrigens ganz lustig finde, wenn er sich von Jungen in Ritter verwandelt, geht das viel schneller, als wenn er sich von Ritter in Jungen verwandelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist oder ob die das extra so gemacht haben beim Entwickeln dieses Spiels. Ich sehe da jetzt keinen logischen Grund, warum das so sein sollte, aber okay. Ja, einfach mal ein bisschen was falsch gemacht.
Warum leuchtest du ins Grün? Ja, das ist, wenn man Angriffskampf auflädt, das ist so eine komische Psychokraft oder wie nennt sich das? Ich weiß es nicht, irgendwie so. Okay. Und jetzt verwandeln wir uns wieder in den Ritter. Ein Hin und Her. Ja, das ist Abwechslung vom höchsten Niveau. Also es ist im Grunde genommen dieselbe Person, aber man wird einfach nur älter und jünger, oder wie? Ja, älter weiß ich jetzt gar nicht, ob der auch älter wird oder so. Er verwandelt sich einfach in irgendeinen komischen Ritter. Okay. Dark Friar oder sowas. Kraft kann nun verwandt werden. Der Dark... Wie spricht man das denn aus? Friar, aber Friar. Ich weiß nicht, was das... Ich keine Ahnung, kenn Friar. Das. Ist das ein englisches Wort, das es gibt? Ich weiß nicht, so ein Wort habe ich noch nie gesehen im Englischen. Friar gehört zur dunklen Macht, die nur Frieden, der dunkle Ritter, auslösen kann. Oh, jetzt wissen wir sogar seinen Namen. Vernichte mit dem Dark Friar Gegner, die sich außerhalb deiner Reichweite befinden, kommt es bestimmt. Ja, genau, richtig. Sammle mit A. So, also, es wird Friar ausgesprochen und bedeutet Mönch, Ordensbruder oder Klosterbruder. Es ist also der dunkle Klosterbruder. Erstens mal, okay. Und zweitens, hast du das nachgeguckt jetzt? Ich habe das gerade eben nachgeschlagen, ja. Oh, dann sind wir richtig informativ hier. Und hier liegen übrigens Leichen rum, das sehe ich jetzt erst. Jetzt kommen wir übrigens zu einer wichtigen Frage. Hast du Zeit, noch einen zweiten Part direkt jetzt hier dran dabei zu sein, oder musst du gehen? Einen zweiten Part können wir schon noch machen, denke ich. Ja, okay, dann lasse ich einfach bis irgendwie 31 Minuten laufen oder so und dann passt das. Achso, ja, gut. Das kann man... Ja, genau so. Gut. Der Allerdings habe ich gerade eine schlechte Verbindung. Ich weiß auch nicht, warum. Jetzt oh nein. Ist die Übertragung nicht die beste gerade. Ja. Den Dark Friar haben wir jetzt benutzt. Das ist so ein komischer Feuerball, den wir schießen.